Wir haben die EMP-Mine verbessert. Größerer Wirkungsbereich. So, schauen wir mal. Dahinter sollte nichts sein. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Schöne Geschichte, oder? Neugierig. Schätze 8 gut gemacht. Ja, Proof, die große Putzfrauenhilfe. Hat es irgendwann doch noch geschafft, das Ding umzusetzen. Jetzt auch nicht halt in der Haushaltstechnik. Ah nee, doch. Wir müssen da noch weiter, okay. Yippie, speichern! Hier kommt die Speicherpolizei. 2, 3, 4. Bist du am Speichern? Fühlst du dich gleich besser? Guck mal, warum steht eigentlich Tomatenketchup hier in der Bar? Muss wohl so ein Trend sein in 2070. Erstmal ein Jägermeister und dann Ketchup drüber. Wait, Ripley, was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Auch wieder Sprengstoff im Werkzeugkasten. Die Androiden waren ja schon am Anfang scheiße zu mir. Okay, die Androiden nehmen die Macht an sich. Yeah.
kommen, du Arschloch. Na toll. Na, ah, Mann, ey. Ja, ich habe einfach jetzt übertrieben, ich weiß. Ich wollte eigentlich nämlich die EMP-Granate in alle drei schmeißen. Dann wollte ich die nicht verschwenden für einen einzigen, der da um die Ecke kommt. Und was passiert? Ich werde natürlich gefickt. Wer hätte was anderes erwartet? Ich hätte lieber die Konfrontation gemieden. Anstatt die einfach anzugreifen. Wait, was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht ja, Pumpgun habe ich aber nur drei Schuss. Anstellt. Ah, na komm. Boah, drei Schuss. Stimmt, Chat sagt, Elektroschocker geht auch gut gegen einen. Finde ich eine gute Idee. Tolle Ecke. Da komme ich auch nicht lang. Ich wollte auch nur helfen. Ich werde mir noch wehtun. Ja, komm doch her. Komm her, Nächster. Psst. Ah, ich hätte noch aufladen müssen. Ich werde überhaupt nicht hysterisch. Nix da. Oh, ich hab den verfehlt gerade. Verdammte synthetische. Bis auf Bishop seid ihr doch alle scheiße. Oh, schön, der hat wenigstens Pumpgun-Munition dabei. Und Revolver-Munition. Kommen wir ja wirklich mal ein bisschen vorwärts. Aber ich muss mal ganz kurz noch ein Kit herstellen. Lauter Sound! So, der müsste auch ein bisschen Pumpgun-Munition haben. Und Revolver-Munition.
Jetzt muss ich hier lang irgendwo. Ich kam mir doch gar nicht am Weg lang. Ach, muss ich mal eben einfach schauen. Ach so, haha. Na toll. So, jetzt lasst mich auch mal rein. Waits, wir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits. Natürlich nicht. Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Schweine! Waits! Waits! Finden Sie eine Alternativroute? Habe ich ja inzwischen auch so selten gemacht. Ach so, das Ding bewegt sich. Ich denke schon die ganze Zeit, hö? Die Gefahreneindämmungsstufe auf Sevastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Ja, und Schussmannequin, oder? Ach, wie ich wünsche, dass noch ein Android hier wäre. So eine Kacke. Ich will keine Munition verschwenden an Menschen. Ah, ich habe vergessen, die Karte zu aktualisieren. Ja, ich mache es. Der Chat hat mich darauf aufmerksam gemacht. Danke. Wo wäre ich nur ohne euch? Was sagt denn die Karte zu mir? Da ich jetzt im oberen Bereich bin. Bin ich vielleicht nur hier gewesen, um die Karte einmal zu aktualisieren? Ah, lauf! Ach da. Boah, man erkennt die Türen hier nicht in dem Bereich. Ich krieg die Krise. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Yeah, Speicherpunkt! Was macht man hier? Schlafen? Die kleinsten Schlafzellen der Welt. Kleiner als in China.
Was für ein Kerl? Was machen Sie hier? Dass die so elendig gut aushalten, ey. Ich hätte ihn auch wieder schocken können, ich weiß. Wenigstens habe ich wirklich mal jedes Mal getroffen. Oh ja, das ist ein schwieriges Hindernis hier, so eine Kante. Da kann man natürlich als Ripley nicht hochsteigen. Das kann ich nachvollziehen. Hüpfen zerstört auch in vielen Spielen die Stimmung. Damit. Schöner Karton. Ah, Elektroschockerladung. Naja, ich weiß. Ich arbeite dran, was du von mir willst, aber ich will auch hier ein bisschen die separaten Wege untersuchen. Ja, doch manchmal Informationen oder wenigstens Loot zu finden, wenn man irgendwo separat, beziehungsweise so einen Alternativweg geht. So, wo bist du? Ach, hier können wir raus. Ich hoffe, wir sind doch nicht verkehrt. Oh, gucken, was gibt's denn hier noch? Was ist dein Plan? Hey, Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast, aber dir klebt das Pech. Ach, an dir klebt das Pech. Hörst noch den, noch von, ach so, von Margaret. Margaret. Margaret? Und den Kindern? Vielleicht sollst du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn du, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen. Blüß. Blüß? Wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit, wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Folgende Punkte beachten. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrung, die Stilllegung ist endgültig, Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Ja, was willst du auf einer Station bleiben, wo nichts ist? 20 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hier bleiben. Ich kann auch nicht hier bleiben, aber habe ich eine. Oh, du doofes Vieh! Schön, wie sie rauchen, ne? Wenn man die mal ein bisschen mit dem Schlüssel bearbeitet. Komm rein da.
Di-di-di-di-di. Life is life. Sehr schön, wenn ich am Terminal erkenne, wo ich bin. Ich bin im Marshall-Büro schon drin. Man sieht, hier sind noch wichtige Informationen. Sehen nicht schön, die Station. Ein richtiges Prachtstück. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Tja. Das Übliche. Na, wir wollen das Ellen natürlich wieder für sich haben, um damit zu forschen und ihren üblichen Scheiß mitzumachen. Rip. Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein, nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hierbleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Tja. Weil das Problem ist, dass der Scheiß Synthetische natürlich für die Firma handelt. Entschuldigung. Die hätte ich bestimmt auch umlaufen können. Habe ich mir gedacht, dass der da unten wieder zurückläuft. Wo ist er hin? Thanks.
Puh. Ach, da kommt er dann schon wieder zurück. Ach, das ist mir zu doof. Obwohl, je dich nicht töte, spare ich ja Munition. Sollte man schon nicht unterschätzen, ne? Sollte warten, bis er zurückkommt, oder? Komm, verzieh dich, lauf weiter. Was ist das denn für ein Blödsinn jetzt? Das hat ja seine... Der hat ja seine Route total verändert, die er läuft. Sixen, kompromissloses Streben nach erschwinglicher Qualität. Aber, lassen Sie mich Ihnen helfen. Das ist keine Antwort. Wollen Sie mir... Naja, dann töten wir den doch. Weil wenn er jetzt jedes Mal seine Laufroute verändert, dann töte ich den lieber einmal. Transit ist am Kommen. Abspeichern. Na? Muss man eben schauen, was... Na komm, oh, ich kann. Bom, 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 bom. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Ich muss leider sagen, wir machen an der Stelle Break. Weil. Wir 12 Uhr haben. Ich wollte nicht zu lange machen. Ich habe nämlich die letzte Nacht nicht geschlafen.